So, mal ein bisschen Stoff an Mann gebracht. Na, vertickst du wieder auf der Platte? Ein bisschen. Sehr gut. Nicht viel. Ist ja egal. Hauptsache ein bisschen Geld kommt. Genau. Cashflow. Jeder, der es kennt, oder auch nicht. Ey, nur so läuft's, ne? Sieht einfach alles super aus, ne? Da kann ich nichts anderes sagen. Also, auch wenn nicht viel passiert ist, aber ich befürchte, wir dominieren den Tron ziemlich, oder? Ja, doch. Leider, will ich auch sagen. Ja, es verwundert mich, dass die wirklich so stark nachgelassen haben. Dabei hatten sie wirklich, aus meiner Sicht, faire Chancen. Ja, klar. Definitiv. Ich meine, wer gegen uns spielt, der kann eigentlich nur gewinnen. Eigentlich. Eigentlich ja, ne? Ja. Aber wer weiß, was passiert ist. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass ja, wir gleich die Furien loslassen und dann sagt der Gegner sofort, kein Bock mehr. Ja, okay, könntest du ja mal gleich einfach mal ausprobieren, sobald du bereit bist. Ja, ich schicke gerade noch ein Team unten in seine Richtung, weil ich da noch ein bisschen Stein abbauen will. Ja. Meine Leute sind aber soweit in Position. Weil bei mir passiert gerade nicht mehr so viel, außer dass ich hier dafür sorge, dass ich dich noch in der Burgenanzahl irgendwie schön im Rücken lasse. Bin ich nur noch gerade da ein bisschen dran. Wie viele Burgen hast du schon? 33, 75? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man das zählt. Naja gut, am Ende wird es die Statistik zählen. Na. Und dann werden wir wieder feststellen. Naja, du weißt schon, was wir feststellen. Laut Statistik bist du aber deutlich besser als ich. Die Frage ist, welche Statistik guckst du dir gerade an? Du kannst unten rechts über der Karte so drei Fahnen, rot, blau, weiß, anklicken. Und dann siehst du, ich glaube, die aktuelle Punktzahl. Ja, wir sind nicht weit auseinander. Ich glaube, das ist die Punktzahl, glaube ich. Ich habe gesagt, ich glaube es. Weiß es aber nicht. Mist. Aber es gibt wirklich Dinge, die kosten 5000 Gold zum Entwickeln. Echt? Ja. Was denn? Spione entwickeln. Ja, das ist 5000 Gold. Ja, das ist, hat sogar im letzten Spiel, das wir jetzt vorgespielt haben, ich glaube 17.000 gekostet oder noch mehr. Bitte? Ja, du musst den Text dazu lesen, dann weißt du warum. Irgendwas klärt da auf, ne? Oh. Was ist? Meine Truppen wurden angegriffen. Dein Auto ist kaputt gegangen. Okay. Ja. Wie schaut's? Wie möchtest du? Fuck. Er greift mich sowieso an. Das heißt, wir gehen über in den Todeskampf? Sehr gerne. Ich muss nur meinen Truppen lossagen. Ich meine, der ist ja ein Vollspackung, greift mich ja auch gerade an. Ja gut, okay, wenn du möchtest, dann können wir losreden. Okay, Ladies first. Dann fang an. Ja, mach das wirklich. So, jetzt kämpfen wir ihn nieder. Das wird jetzt der spektakulärste Kampf. Ich schätze mal noch mindestens 3 Stunden.
Ja, wie so ein echter Krieg halt ist, ne? Ich höre nur Na toll, Vorsicht, sie werden von wilden Tieren angegriffen. Oh oh, ja nee, dann haben wir jetzt verloren. Ja, ich gebe auf. Meine Elefanten kommen übrigens nicht durch. Ja, das ist halt auch nochmal ein Nachteil an Elefanten, ne? Sie sind einfach zu fett. Also Elefanten sind super stark. Aber leider sind die auch ja, sehr unflexibel. Also wenn du da einen Gegner hast, der berittene Bogenschützen hat und damit gut umgehen kann. Bitte was? Oh, was ist das denn für eine Pfeife? Also ich glaube nicht, ob du mir diese Errungenschaft, die ich gerade bei Steam bekommen habe, zutraust, ja? Ich nenne sie dir einfach mal. Glückwunsch zur 100. Burg. Nur in dem Spiel. Na, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Okay, ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Der hat aber sehr früh aufgegeben. Da war doch nichts los. Ja? Ja, ganz komisch. Jetzt guck doch mal, da ist doch nichts in seinem Vorgarten. Ich sehe sogar, du wolltest ihn von hinten angreifen. Ich hab ihn. Radikal, von links und von rechts. Flankiert, sehr stark. Und die Macht kam von vorne. Er wusste gar nicht mehr, was er tun soll. Aber du hast gleich das Dorfzentrum wieder kaputt gemacht, oder was? Nö. Die Scherben, die er da... Ach nee, er hat sich in die Luft gesprengt. Genau. Das sollten wir bei den Einstellungen auch mal tunlich einstellen, dass die nie aufgeben. Ich glaube, das geht nicht einzustellen, aber wir versuchen es mal. Okay, wir beenden das Spiel, gehen mal schnell durch die Statistik. Machen wir so, laufendes Spiel beenden. Jawohl, ja. So, dann wollen wir mal gucken, wer hat denn gewonnen? Fusselküken. Ich muss erstmal... Ich glaub's ja nicht. Mit, fast 4000 Punkten Unterschied. Okay. Was macht der denn immer? Wer, der Fussel? Ja. Komm, wir gehen mal durch die Strategie, wir werden's ja sehen. Okay, du machst wieder gerne Militärstatistik? Alles klar, Militärstatistik, getötete Einheiten, deutlich weit vorne, gefallene Einheiten, auch da ein Stück weit vor Fusselküken, weil der Rote konnte nicht die Finger von mir lassen. Mhm. Er hat mich einfach durchgehend versucht, irgendwie anzugreifen. Abgerissene Gebäude bin ich auch weit vorne, weil ich einfach mit den Kanonen durch die Gegend gerollt bin, habe alles abgeknallt. Alles verlorene Gebäude, auch der Rote ganz weit vorne. Genau. Also größtes Heer, diesmal ich. Ja, also Militär definitiv auf deiner Seite. Ich habe wirklich Großteil überhaupt nicht an Militär gearbeitet, weil als Gelb aufgegeben hatte, war klar, da kommt nichts mehr. Genau. Okay. Ja, dann gehen wir mal in die Wirtschaftsstatistik. Da sollte ich dann etwas weiter vorne sein. Nahrungsprobleme waren schnell im Griff. Statt 57.000 war ich dann bei 75.000. Gelb hat ganze 120 Körner gesammelt. Was ein Vogel. Mann. Beim Holz, 38, 16.000, 61.000, das ist okay. Beim Stein bist du knapp vorne. 11.000 zu 10.900, also gerade mal 200 Steine ungefähr Unterschied. Mhm. Ja, das ist gar nicht viel. Beim gesammelten Gold, okay, da war ich dann etwas vorne, 36.000 zu 50.000. Handelsgewinne hatten wir keine. Und Tribute gezahlt haben die anderen, da haben wir nichts mit zu tun. So genau. Viel zur Wirtschaft, kommen wir zur Technologie. Technologie, warst du, wie schon die ganze Zeit jetzt, verdächtigerweise, erst in der Feudalzeit, auch erst in der Ritterzeit diesmal sogar. Mhm. Die Imperialzeit hat dann nur ein bisschen auf sich warten lassen. Warum der Karl der Sechste nicht gleichgezogen ist, ne, in die Imperialzeit, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit den NPCs los ist und wann die schalten. Die Technologien, da hat der Fussel aber wieder ganz hart gerockt. Der hat anscheinend alles entwickelt, was ihm irgendwie in die Quere gekommen ist und nicht bei A auf dem Baum war. Richtig, ja? Ich habe wirklich, glaube ich, alles entwickelt, was ging. Ja. Und da ich einzelne Gebäude nicht gebaut habe, konnte ich da natürlich nichts entwickeln. Deswegen sind es, glaube ich, auch nur 85%. Mensch, okay. Gesellschaft. Ja, das ist natürlich ganz furchtbar. Weltwunder hatten wir beide jeweils eins. Das erste Mal, dass ich eins hatte, hervorragend. Burgen 24 zu 18. Okay, ich gebe zu, das war... Ich hatte aber auch keine Steine mehr am Ende. Ich hätte also keine Burgen mehr bauen können. Ja. Reliquien 2 und 3. Ich habe sie mir aus dem Wald nämlich rausgeholt, das ging. Und dementsprechend habe ich natürlich im Reliquiengold sehr deutlich mehr sammeln können, als dir das beschieden war. Und ich hatte natürlich auch richtig viel Personal, wobei wir beide ja richtig Personal gebaut haben. Ne?
122, 164, das ist schon ganz ordentlich. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie die Zeitlinie aussieht. Ja, die Zeitlinie, du hast sie wahrscheinlich schon offen. Da sehen wir beide, dass Blau und Grün wieder deutlichst am Dominieren ist. Auch weil Gelb einfach mal gesagt hat, nö, ich habe doch keinen Bock. Ja. Hatte keinen Krieg, nichts ist passiert. Einfach mal gesagt, ich höre jetzt auf zu spielen. Aber wir haben den Gegner doch nicht auf leicht gemacht, sondern wir sind doch zurzeit Gegner auf Mittel, ne? Habe ich doch richtig im Kopf. Da das jetzt zwei sind, auf Standard. Standard ist nochmal ein vor Mittel, aber auch ein vor leicht. Also sind wir tatsächlich... Nee, nach leicht. Ja, sind wir also eine Stufe zurückgegangen, sozusagen. Genau, genau, genau. Aus berechtigtem Grund. Wir haben es ja gerade geschafft, gegen zwei auf Standard auch direkt zu verlieren. Das war ja die erste Runde heute. Ja, ich schätze mal, weil wir die falsche Taktik hatten, ne? Ja, genau. Ja, aber guck mal, dann war ich, dann muss ich ja nur noch dafür sorgen, dass ich demnächst der Schnellste in der imperialen Zeit bin. Dann hätte ich das auch mal für mich errungen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so viel Hektik habe ich da nicht. Wenn du schon in drei in der Ritterzeit bist, imperial, so wichtig ist das nicht. Nein. Ja. Ja. Halt für Entwicklungen, du hast ja recht, ne? Den Rest kannst du ja machen. Ja, eben. Also insofern. So ganz so wichtig ist es ja nicht. Ja. Gut, ja Mensch, dann haben wir das auch nochmal geschafft, haben wieder eine Stunde 49 laut Spiel gespielt, Stunde 20 waren es reell, also insofern haben wir doch wieder eine schöne Nummer hingekriegt. Ich muss noch schneiden heute Nacht, damit morgen noch eine Folge rauskommt, also gleich um 16 Uhr. Ja, schön. Du hast es gut, du kannst ins Bett, allerdings nicht in Mainz. Na, ich fahre jetzt nach Hause. Erstmal PC abbauen. Richtig. Wie das so läuft. Ja, kannst du ja hier lassen. Kein Thema. Ah. Kommst du morgen wieder, nehmen wir noch was auf. Nee, gut, okay. Dann du kamst rein. Ich gehe raus. Errungenschaften. Man hat wieder gesehen, dass die Runde erfolgreich war. Wir versuchen es beim. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, bei dem Spiel die richtige Balance zu finden. Mhm. Dass man sagt, es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht. Es soll ja auch irgendwie auf beiden Seiten passen. Ne? Soll nicht frustrierend sein, aber auch nicht langweilig. Und hier habe ich das Gefühl, wenn man da einen Klick falsch setzt, rennen die dich um. Oder halt einen anderen Klick falsch setzt, machen die Gegner gar nicht und gehen selbst. Nach? Ja. Klingt komisch. Ist aber so. Genau, nach 18 Minuten hat er aufgegeben, die Pfeife. Ja, war ein Typ. Naja, gut. Ganz, ganz komisch. Naja, so war's und danke, dass ihr wieder zugeguckt habt. An der Stelle möchte ich gerne noch jemanden grüßen. okay. Ja. Wir wünschen euch einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend und sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.